Werte Mitglieder des Gemeinderates, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen hier in einer städtischen Wohnhausanlage, die an der Stelle einer früheren Synagoge ist. Und Sie haben vielleicht beim Hereinkommen die Gedenktafel gesehen, die an diese Synagoge erinnert, die vor allem die jüdisch-sephardische Gemeinde organisiert hat. Viele Menschen, die aus der Türkei, also dem Osmanischen Reich, damals nach Wien gekommen sind, sich hier organisiert haben und hier in dieser Synagoge auch einen nicht nur kulturellen, sondern auch spirituellen Heimatanker gefunden haben. Der türkische Tempel nicht erhalten geblieben. Genauso wie die anderen Juden in den damaligen NS-Jahren war auch die sephardisch-türkische Gemeinde in Österreich der rassistischen Bedrohung und Brutalität ausgesetzt. Mein Land, die Türkei, versuchte damals, diesen Menschen zu helfen. Unsere diplomatischen Vertretungen in ganz Europa. Als Vertreter der türkisch-jüdischen Gemeinde bei dem Gedenktag für die Synagoge der sephardischen Juden aus osmanischer Zeit in Wien, die heute als türkischer Tempel bezeichnet wird, bei mir ganz besondere Gefühle auslöst. Ich bin eine türkische Jüdin, geboren und aufgewachsen in Istanbul. Which is, we're going to read the prayer for the soul that we lost. I would like to thank, give all my blessing to Governor, to Mayor Vienna, Dr. Mikhail Dubnik, brought here the peace of angel. Vishanta vashem roshiko sirevayai, avto vachetzet irdepuni, kol yeme hayai. Bu Holocaust, bana göre derken bize göre herhalde dünya tarihinin gördüğü en karanlık sayfa asla unutulmamalı. Bunu sadece bir Yahudi meselesi olarak değil, üniversel bir mesele olarak görmek lazım. Çocuklarımızı nefretten, nefret söyleminden uzak tutmamız lazım. Asla ötekini dışlatmamayı öğretmek lazım. Saygı çerçevesi içinde, inanın hoşgörü kelimesini bile sevmiyorum. Çünkü niye birini hoş görürsün? Yani bir şey yok ki hoş görürsünüz. Yani saygı çok önemli. Her türlü ırkçılığa karşı, antisemitizme, İslamofobiye, her türlü ırkçılığın her türlüsüne karşı hep birlikte ayağa kalkmak gerekiyor. Hani bu sana oldu, bu bana oldu değil. Yani her seferinde hep birlikte. İnanın bazen diyorum ki bir yazıyı okuduğun zaman hani bilmem ne işte Yahudi veya bilmem ne Müslüman. Yani diyorum ki sen neysen al oradaki kelimeyi çıkar. Kendi ait olduğun etnik kökeni, kendi ait olduğun dini veya neyse onu koy. O cümle senin burandan geçiyorsa tamam. Geçmiyorsa orada bir dur düşün.